Herzlich willkommen, liebe Freunde des Fundraising-Podcasts. Die International Fundraising-Konferenz hier in Holland geht zu Ende. Hinter uns reisen schon die Leute ab und ich stehe hier mit Jörg Fester. Hallo Jörg, vielen Dank, dass du ein Interviewpartner auch hier im Fundraising-Podcast-Video bist. Ich würde gerne vom Geschäftsführer des Deutschen Fundraising-Verbandes einiges wissen über die Konferenz hier. Wie hast du es erlebt? Aber vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich kurz einmal vorstellen und sagen, woher kommst du und was machst du jetzt eigentlich? Ja. Hallo Jan, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich auch mal vorzustellen. Wie gesagt, mein Name ist Jörg Fester. Ich bin seit Anfang Juni der Geschäftsführer vom Deutschen Fundraising-Verband. Und ja, Hauptaufgabe natürlich den Verband und die Änderungen, die wir jetzt haben, mit voranzutreiben. Zu meinem Hintergrund, ich komme aus dem Verbandswesen und habe da jahrelange Erfahrungen gehabt in verschiedenen Positionen. Und setzt jetzt deine Energie für den Deutschen Verband ein. Genau. Vielen Dank. Ja, das schon mal vielen Dank dafür. Jetzt war das deine zweite Fundraising-Konferenz. Letzte Woche warst du in Wien österreichischen Fundraising-Kongress. Jetzt hier der International Fundraising-Kongress. Ungefähr 1000 Leute aus, ich glaube, 64 Ländern. Mhm. Wie war dein Eindruck, so ganz spontan? Also es war schon eine tolle Konferenz. Mhm. Die internationalen Kontakte, die man knüpfen konnte, zum Beispiel mit dem Geschäftsführer des japanischen Fundraising-Verbandes. Ah, klasse, ja. Das hat man halt nicht so oft die Gelegenheit und das hat mich schon beeindruckt. Also das Netzwerken, Austauschen, Die Leute treffen. Aber was macht denn noch so, also jetzt unabhängig von dem ganzen Multikulturellen, was macht den Kongress hier noch aus? Es ist vom Programm her ein sehr internationales Programm, logischerweise. Es sind sehr viele Referenten aus den USA da, die Ideen bringen, die man vielleicht nicht eins zu eins auch in Europa umsetzen kann, aber wo man sich eine ganze Menge Anregungen holen kann. Inspirationen holen kann. Ne? Genau. Und ich weiß nicht, in welchen Session du drin warst. Gab es so eine, die irgendwie herausgestochen ist, wo du auch vielleicht noch den einen oder anderen Tipp weitergeben kannst hier? Ja, also am meisten beeindruckt hat mich ein Workshop von Amnesty International aus Belgien, die ein Case Study vorgestellt haben und sehr offen auch über die Fehler, die sie gemacht haben, weil sie das getestet haben, gemacht haben, gesprochen haben. Und da hat mich halt, ist das, was ich rausnehme, einfach, auch wenn man nur kleine Gruppen hat, mit denen man testen kann, testen und nicht warten, bis man eine größere Menge hat, weil dann dauert es zu lange. Jetzt anfangen, jetzt was tun. Und Fehler dürfen auch passieren, nehme ich da jetzt auch nochmal mit. Richtig. Und von Fehlern können andere auch lernen. Richtig, genau. Jetzt geht's nach Hause? Jetzt geht's nach Hause. Jetzt geht's nach Hause und nächstes Jahr im April sehen wir uns dann in Berlin. Richtig. Was ist da? Da ist zum ersten Mal in Berlin der Deutsche Fundraising-Kongress. Genau. Und auch mit einem sehr spannenden Programm. Mhm. Auch internationale Referenten werden da sein. Und ich kann nur jedem empfehlen, der hier nicht nach Holland kommen konnte, dann im April, vom 18. bis 20. Genau. April, nach Berlin zu kommen. Ja, ich spicke mal gerade. Unter anderem werden internationale Redner dabei sein, zum Beispiel Mette Holm aus Dänemark, unter anderem Martin Kaufmann aus England, der über Prospect Research Skills erzählen wird, und auch Craig Wortman aus Chicago, genau, den wir ja hier im Fundraising-Podcast-Video schon aus Chicago auch mal gehört haben. Also es wird auch in Berlin international. Ich danke dir ganz herzlich. Wie können wir jetzt euch noch motivieren, dass ihr nach Berlin kommt? Kommt einfach, netzwerken und viele spannende Fundraiserinnen und Fundraiser auch. Kennenlernen, genau, richtig. Super. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn der Fundraising-Podcast wieder, mal schauen, wo kommt er das nächste Mal her? Ich glaube, aus Vancouver das nächste Mal. Das wird dann das nächste Mal sein. Wunderbar. Ja. Und danach aus Berlin. Genau, also, vielen Dank und alles Gute. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, Jörg. Gerne.